Hallo, mein Name ist Simon und ich bin einer der Gründer von NovaPace. Wir bei NovaPace haben die Vision, das Leben von Menschen mit Gangproblemen, insbesondere Parkinson-Erkrankten, zu verbessern. Dazu haben wir, das sind die Ingenieure Lukas Preis, Patrick Scholl, ich, Simon Staffer und der Neurologe Dr. Christian Kell, Ende 2019 die NovaPace GmbH gegründet. Unser Produkt ist eine smarte Einlegesohle für Gangtraining im Alltag. Die Sohle soll als Hilfsmittel den Betroffenen helfen, den für die Erkrankung typischen Gangproblemen im Alltag entgegenzuwirken. Die Sohlen sind mit Sensorik und Mikroelektronik ausgestattet und sollen dank künstlicher neuronaler Netze die Parkinson-typischen Gangprobleme erkennen. Läuft der Patient nicht optimal, vibriert die Sohle und der Anwender erhält in Echtzeit ein Feedback zu seinem oder ihrem Gang. Auf diese Weise findet das Training von Patienten im gewöhnlichen Alltag statt. Durch die erhöhte Aufmerksamkeit, die durch die Vibration beim Träger geschaffen wird, können möglicherweise auch Parkinson-typische Stürze vermieden werden. Nach Abschluss der Studie bereiten wir die Markteinführung und damit verbunden die Zulassung als Medizinprodukt vor. Bis Parkinson-Patientinnen und Patienten von der NovaPace-Einlegesohle profitieren können, wird es dementsprechend noch ein wenig dauern. Doch die Unterstützung, die wir von zahlreichen Seiten erhalten und der Glaube an die Vision, das Leben von Parkinson-Erkrankten mit moderner Technik zu erleichtern, motiviert uns jeden Tag aufs Neue.